Hallo meine Lieben, heute ist Mittwoch, der 25. März und heute fangen wir was Neues an für jeden Mittwoch. Feste im Glauben. Feste im Glauben. Das werden kurze, kompakte Inputs sein, um ja, Feste im Glauben zu bleiben. Das brauchen wir speziell jetzt, dass wir in besonderen Zeiten leben, mit dem Virus und alles. So wichtig, Feste im Glauben dranbleiben. Was sagt das Wort Gottes über diese Situation? Was sagt das Wort Gottes über mich? Das Wort Glaube im Neuen Testament ist dasselbe Wort Vertrauen, das man im Alten Testament benutzt. Und Glaube in anderen Wörtern ist Gott vertrauen. Das ist es wirklich. Also kompakt gesagt, Glaube ist Gott vertrauen. Gott zu vertrauen. Und dieser Vertrauen, der wird mehr und mehr wachsen, je mehr wir Gott persönlich kennenlernen. Und das ist sehr wichtig. Wir können nicht jemand vertrauen, den wir nicht kennen. Unmöglich. Das ist im Natürlichen auch so. Ich kann nicht Leute vertrauen, die ich nicht kenne. Aber je mehr ich eine Person kennenlerne, desto mehr mein Vertrauen wächst. Oder mein Vertrauen geht nach unten. Aber mit Gott, je mehr wir Gott kennenlernen, er ist so gut, er ist so liebensvoll, er ist so wunderbar, dass dass unser Glaube wächst, je mehr wir ihn kennenlernen. Er ist ein Gott, der an seinem Wort bleibt. Und was er sagt, das gilt und das macht er immer. Und deshalb können wir ihm vertrauen, weil er sich nie ändert. Sein Wort sagt, er ist derselbe gestern, heute und für die Ewigkeit. Er ändert sich nie. Und das ist so, so wunderbar, von Gott zu kennen und erkennen, dass er sich nie verändert. Er war gut, ist gut und wird immer gut sein. Er liebt uns, er hat uns geliebt, er liebt uns und er wird uns immer lieben. Er ist wirklich so, so wunderbar. Und deshalb, was ist Glaube? Glaube ist, Gott einfach zu vertrauen. Und deshalb sagt uns das Wort Gottes, dass Glaube kommt vom Hören und Hören des Wort Gottes. In Römer, das könnt ihr selber nachgucken nachher, Römer 10, 17, der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft, gegründet auf was Christus gesagt hat. Das ist die Hoffnung für alle Übersetzung. Der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft, gegründet auf was Christus gesagt hat. Eine andere Übersetzung sagt, der Glaube kommt von Hören und Hören und Hören des Wort Gottes. Und je mehr wir von Gott hören, je mehr wir uns in seinem Wort vertiefen, je mehr werden wir ihn was kennenlernen. Natürlich, Gott spricht zu uns direkt durch sein Wort, jeden Tag durch sein Wort. Und je mehr wir von ihm hören, je mehr werden wir ihn kennenlernen und je mehr wird unser Vertrauen natürlich wachsen, weil wir werden von ihm lernen, wie groß er ist, wie wunderbar er ist, wie er immer an seinem Wort bleibt und wie er uns so sehr liebt. Wir werden nur Gutes von ihm hören. Und das wird helfen, um unser Glaube stärker und stärker zu machen, weil unser Vertrauen zu ihm wird wachsen. Und deshalb ist es so wichtig, Zeit zu verbringen. Diese Zeit, die wir jetzt haben, extra Zeit, die wir jetzt haben, zu verbringen, um uns in seinem Wort zu vertiefen, im Gebet zu vertiefen, diese tolle Gemeinschaft mit ihm zu entwickeln, dass wir nicht nur, dass wir zu ihm reden und unser Herz öffnen, sondern dass er auch uns anspricht. Nummer eins natürlich, er spricht uns jeden Tag durch sein Wort und zweitens, er spricht auch zu uns in unserem Geist hier drin. Das ist wirklich so, so wunderbar. Deshalb brauchen wir das Wort Gottes. Wir können keinen
starken Glauben entwickeln in unserem Leben, entfernt vom Wort Gottes. Unmöglich. Total unmöglich. Wenn du willst, dass dein Glaube sich entwickelt und dein Glaube stärker wird, du musst nahe am Wort Gottes dranbleiben. Und nicht einmal die Woche genügt nicht. Jeden Tag. Jeden Tag von ihm hören. Jeden Tag von ihm Neues lernen. Wie gut er ist. Wie viel er uns liebt. Wie kräftig und powerful und wunderbar er ist. Und das wird unser Glaube ernähren. Unser Glaube wird stärker. Und das brauchen wir. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Da fängt alles an. Diese Gemeinschaft zu ihm. Durch sein Wort, durch Gebet. Ist sehr, sehr, sehr wichtig. No, und Hebräer 11,1 steht, Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung oder Beweis von Tatsachen, die man nicht sieht. Die man nicht sieht. Glaube ist eine feste Zuversicht. Eine feste Zuversicht, also was Sicheres. Auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen oder Beweise, die man nicht sehen kann. Also mit diesen Augen sehen kann. No? In anderen Wörtern, das Wort Gottes ist unser Beweis und ist der einzige Beweis wirklich, den wir brauchen. Gott hat schon was gesagt, das glauben wir, das ist genug für uns und daran stehen wir. No? Das Wort Gottes ist unser Beweis. Und deshalb, je mehr Beweis des Wort Gottes wir haben, diese Überzeugung, diese Sicherheit, diese Zuversicht, wächst, der Vertrauen wächst. No? Und hier steht, Glaube ist eine feste Überzeugung, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. No? Zum Beispiel Heilung. Ja, ich spüre im Moment keine Heilung, es tut noch alles weh, aber die Bibel, ich habe einen Beweis. Und mein Beweis steht auf der Bibel, dass durch Jesus Striemen ich geheilt worden bin. No? Und dass Jesus meine Krankheiten ans Kreuz getragen hat. Das ist mein Beweis. Und daran bleibe ich und daran stehe ich. Egal, was ich fühle. Glaube hat nichts mit Gefühlen zu tun. Deine fünf Sinne haben nichts mit Glauben zu tun. Wir glauben nicht mit dem Kopf, wir glauben nicht mit unseren Gefühlen, wir glauben mit dem Herzen. Hier, die feste Zuversicht, die Überzeugung ist nicht im Kopf. Die Überzeugung ist in deinem Herzen, hier drin. Ich bin sicher, das Wort Gottes sagt das. Ich weiß, dass mein Vater kein Lügner ist und ich bleibe dran, egal was kommt, egal was ich fühle, weil ich habe einen Beweis, dass das wahr ist, dass Heilung mir gehört, zum Beispiel, ne? Weil das Wort Gottes mir das sagt. In 1. Petrus 2,24, Jesaja 53, Matthäus 8,17, das ist mein Beweis. Das Wort Gottes sagt das, ich glaube es, ich bleibe dran. Ich sehe das nicht, ich fühle nicht, vielleicht in diesem Moment noch nicht, ich fühle noch keine Änderung, aber das ist okay so, kein Problem. Gott hat was gesagt, das ist mein Beweis und daran bleibe ich. Fest. Preist den Herrn. Und die Gefühle, die folgen nach. Und das ist die Sache. Wir sollen die Gefühle nicht folgen. No, die Gefühle werden uns folgen. Unser Glauben folgen. Wir glauben, wir stehen put, wir stehen dran an, was Gott schon gesagt hat. Und die Gefühle, die werden das nachher mitfolgen. Aber wir folgen nicht die Gefühle. Wir stehen im Glauben. Wir bleiben an, was wir glauben. Wir bleiben an, was wir wissen von Gottes Wort. Weil wir Gott vertrauen. Amen. Preis den Herrn.